Heute seht ihr mich auch noch mal so halb von vorne. Die Babys lernen jetzt heute mal die Würste kennen. Und ich bin mal ganz gespannt, wie sie reagieren. Und jetzt fangen wir nämlich gleich mal hier mit dieser Maus an. Boah! Ups. Hier haben wir den Cooper. Fein. Was ist das? Ich hoffe, man kann genug sehen, aber ich glaube ja. Fein. Finden das alle am Anfang so ein bisschen gruselig. Es geht jetzt auch gar nicht so darum, die wirklich zu bürsten. Weil der Fell ist ja noch ganz, ganz kurz im Vergleich. Ich muss jetzt natürlich auch aufpassen, dass er nicht abhaut. Mäuschen. So. Ach, geht schnüffeln. Da hinten wird sich schon um die Reihenfolge gekloppt. Nee, über den Tisch läufst du nicht los. Ich mache das grundsätzlich immer so, wenn sie was Neues kennenlernen. Wenn ich sie schnüffeln lasse, wenn ich ganz behutsam rangehe. Die finden das, wie gesagt, alle noch doof. Es ist auch ziemlich pieksig teilweise. Ja, stillhalten ist scheiße, ne? Nein. Nein. Cooper? Ja, das ist aber kein Spielzeug. So. So. Und das soll es auch fürs Erste gewesen sein. Mehr sollen die noch gar nicht machen und mitkriegen. So. Hier haben wir die Miley. Miley ist noch ein bisschen die Unterlage und der Tisch hier unangenehm. Das letzte Mal, als du auf dem Tisch saß, gab es eine Impfung, ne? Die war doof. Hui, komm. Sie hat ein bisschen Nassfutter im Fell. Hier, guck mal. Du bist nicht ganz so forsch. Hm, fein. Gut, prima. Jetzt ist es doch etwas interessanter. Jetzt stelle ich sie nochmal hin, was sie auch mal gemacht hat. Nö, alles gut. Ist aber schön. Ist dir noch suspekt, ne? Ja. Ja, ja. So ist das. Das lernst du jetzt auch noch. Prima. Na, boah. Ja. Wen haben wir denn jetzt hier? Upsala. So, dann haben wir hier die Faye. Kleine Maus. Hm? Guck, Bürste. Ja, sie ist schon mal ein bisschen mutiger und geht gleich auf Entdeckungstour. Ist aber auch ein bisschen komisch noch, ne? Ah, cool, guck mal. Ist ihr nicht ganz geheuer hier, aber sie verhält sich weiter ruhig. Ey, sag mal. Sie verhält sich ruhig. Ja, fein. Lässt das alles mit sich machen. Super. Also wundert euch nicht, was die da hinten kläffen. Die haben gerade ihren Anfall. Typisch Abenteil. Prima, machst du das? Super. Klasse. Prima, Schätzchen. Lass ihn mal schnell.
Nein, nicht lecken. Also die letzten Welpen von Taurian haben da regelrecht reingebissen. Ja, jetzt versucht es auch. Was mich total wundert, weil das hier sind so kleine Drahtnocken. Das, ich kann euch sagen, wenn man die zwischen Nagel und Haut kriegt, das tut keine weh. Aber die finden das wohl irgendwie nicht so schlimm. Hey! Uah. So, wo machen wir denn weiter? Wer will denn? Ja, ihr wollt alle noch machen. Nein, nein, nein. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Levi. So. Ja, dass du gleich mal auf Entdeckungstour gehst, war klar. Du bist ja ganz nass. Was hast denn du gemacht? Hm? Da guck. Prima. Für dir ist das total egal, ne? So. Hat mich jetzt auch. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich. Ja, prima. Seju? Guck dich auch erstmal um. Ja, ne? So. Wollen wir bürsten? Da, Vorsicht, Näschen hoch, Schnute. Ah, prima. Ja, und wenn die wie Cooper am Anfang gar so zappeln, das ist halt dann eine Trainingssache, dass der stillhält. Ne? Das sind Welpen, das können die jetzt noch nicht. Das muss dann aufgebaut werden und trainiert werden. Das ist dieses Medical Training auch, ne? Überall anfassen lassen, was die mit sich machen lassen sollten. Und ja. Prima. Bist du erlöst? So, bitteschön, einmal runter. Wer will denn als nächstes? Wir machen ja hier sowieso alles wild durcheinander. Ready? Oh, voilà. Oh. Wow. So, das ist Abby. Jetzt liegt da ein Häufchen drin, das würde ich gleich einsammeln müssen. Aber wir machen jetzt erst hier die letzten drei fertig. Danke. Hey! Reicht mal. Fein. Na, Abby. Du bist auch ein ganz ruhiges Kaliber, ne? Siehst du da irgendwas im Bildschirm? Oh, fein machst du das. Prima! Oh, das machen wir natürlich auch noch öfters ein bisschen jetzt. Aber einfach mal, dass ihr gesehen habt, wie sie so reagieren. Und was ihr auch so machen könnt später. Jo. Du hast es auch geschafft. Ich quäl dich nicht weiter. Hoppala. So, jetzt fehlen noch zwei. Ich glaube, beide sind da hinten.
unser kleiner Brüllaffe Amy. Oh, sie lasse ich erstmal wieder gucken. Passt natürlich auf, dass sie sich nicht wehtut. Super. Ja, prima. Und der war fein. Hey. Prima. Schuppi. Gut. Macht ihr alle super. Ah, dann hast du den Fuß überstanden. So. Und jetzt kommt noch last but not least. Hey. Und Heidi, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, weil sie hat sich schon sehr zackig präsentiert. Die Impfung hat sie ein klein bisschen mitgenommen, aber sie war ein bisschen schläfrig. Aber ja, man sieht es, ne? Sehr wache Maus. Ich habe einen Frosch im Hals. Oh, Heidi. Nicht die Kamera umwerfen, bitte. Sonst darfst du alles gucken gehen. Ja, fein. Guck. Ja, nicht gleich reinbeißen. Ja, prima. Oh. Also manche mögen es und genießen das regelrecht. Und manche, die finden es einfach nur blöd. Ich glaube, du weißt noch nicht, was du denken sollst, ne? Ja, wichtig, dass sie jetzt mit ein bisschen Kraulen abschließen. Das tut weh unter Umständen. Aber sie haben keine Angst vor der Bürste, also alles gut. Und damit hast es auch du geschafft. So, und das war unser Bürstenvideo.